Hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist schon wieder Viertel vor Gaming und ihr wisst genau, was das heißt. Wie jede Woche habe ich mich natürlich auch diese Woche wieder mit einem kleinen Spiel befasst und in dem Fall trifft das kleine Spiel natürlich auch wirklich den Wortlaut, denn ich habe mir das Indie-Game Insurmountable angeschaut. Und das ist mal ein ganz anderer Schlag Indie-Game. Ich hatte auf jeden Fall ziemlich viel Spaß dabei, deswegen dachte ich mir, das bringe ich euch doch mal näher. Doch bevor wir uns gemeinsam auf den beschwerlichen Weg in Richtung Gipfel machen, gibt es natürlich wie immer an dieser Stelle die Fakten. Insurmountable kommt vom Studio Byte Rockers Games und die haben das auch als Eigenpublishing quasi vertrieben. Das Spiel wurde zwar schon am 20. August 2020 released, hat aber gerade erst am 29. April den Weg in den Steam Shop gefunden. Verfügbar ist Insurmountable übrigens für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und PC. Und für ungefähr 16 Euro könnt ihr das 4 GB große Spiel dann auch auf eurem System installieren. Los geht's! So, kommen wir jetzt mal dazu, was Insurmountable euch eigentlich zu bieten hat. Denn neben einem ziemlich unaussprechlichen Namen hat das Spiel ein ziemlich neues, oder für mich zumindest ein ziemlich neues Spielkonzept hervorgebracht. Denn wenn ich das Genre zusammenfassen müsste, was Insurmountable hier bedient, würde ich sagen, es ist ein Rogue-like-Adventure-Brettspiel. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Brettspiel. Und zwar endlich mal ein Brettspiel, in dem man sich quasi seine Einsamkeit frönen kann, nicht die ganze Zeit einen Würfel werfen muss, sondern einfach quasi auf eine Deckungstour geht und das im Prinzip mit Parametern und Ressourcen, die dir der Charakter zur Verfügung stellt. Aber Stück für Stück, nach und nach. In der Geschichte von Insurmountable verschlägt es unseren Charakter quasi auf eine mysteriöse Insel, die vorher auf keiner Karte verzeichnet war, was natürlich höchst mysteriöse Umstände sind und quasi die Öffentlichkeit alarmiert. Wir dürfen in diesem Falle aus 3 verschiedenen Charakteren wählen, die eigene kleine Fähigkeiten mitbringen und eigene kleine Talente zum Einsatz bringen. Das wären zum einen der Abenteurer, zum anderen der Wissenschaftler und zu guter Letzt der Journalist. Jede dieser Charakterklassen hat quasi unterschiedliche Perks, Talente bzw. Items, mit denen sie ihre Reise auf den Gipfel des Berges starten. Denn das ist mehr oder weniger das Grundziel des Spiels, den Gipfel des Berges zu erreichen und quasi der erste Mensch zu sein, der diesen Berg wirklich besteigt. Auf dem Weg dorthin treffen wir auf mysteriöse Events, die zwischendurch ausgelöst werden, die uns aber auch gleichzeitig helfen, unsere Parameter, die das Spiel bestimmen, wieder aufzufüllen oder zumindest etwas gegenzusteuern, um das Spiel dann doch noch zu gewinnen. Die einzelnen Parameter im Spiel sind hierbei Geistesschärfe, Gesundheit, Temperatur und Energie, die natürlich auf jeden Fall jederzeit irgendwie im Optimalbereich gehalten werden müssen. Je höher man den Berg auch nun besteigt, desto dünner wird natürlich die Luft. Also kommt ein letztes Parameter, nämlich der Sauerstoff, noch hinzu, der uns dann auch noch das Leben schwer macht. Ihr selbst bewegt euch in Form eures Charakters über ein hexagonal angerichtetes Spielbrett, was im Prinzip immer weiter nach oben führt und auf dessen Ebenen verschiedenste Fallen, Untergründe und auch Events verteilt sind, die das Spiel ein bisschen spannender gestalten sollen. Und ich fand im Endeffekt, das tat es auch, denn diese Events haben nicht nur ein bisschen Geschichte erzählt oder vielleicht auch noch ein paar Fragen aufgeworfen, sondern sie haben dir mehr oder weniger auch Zielpunkte gegeben, die du über die Karte ansteuern kannst, damit du nicht einfach wahllos durch die Gegend läufst. Denn alles im Spiel hat irgendwo auch seinen Kostenpunkt, zum Beispiel die Energie, die du verbrauchst, wenn du dich bewegst, auf flachem Terrain weniger, wenn du steile Bergwände hochkletterst, etwas mehr. Aber auch andere Parameter von außen bestimmen, was ihr denn jetzt als Ressource einsetzen müsst, um weiter nach oben zu kommen. Wie zum Beispiel das Wetter, das unter Umständen natürlich klar sein kann und deswegen sehr, sehr positiv für euer körperliches Wohlbefinden, aber es gibt auch Stürme, Nebel, Regen und andere Widrigkeiten, die euch in den Weg geworfen werden. Habt ihr es dann auf den ersten Gipfel geschafft, werdet ihr natürlich mit einer kleinen Zwischensequenz belohnt. Allerdings möchte ich auch nicht vorweggreifen und sagen, das Spiel ist hier dann noch lange nicht vorbei. Ich fand den Schwierigkeitsgrad in Insurmountable hoch, aber nicht zu hoch. Das Spiel setzt ziemlich hohe Maßstäbe daran, wie wir damit umgehen müssen, welche Entscheidung wir getroffen haben, welches Event wir uns angeschaut haben, etc. etc. Dennoch habe ich irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, man hätte gerade nicht so wirklich in der Hand gehabt, wie du dich weiterentwickelst, welche Ressourcen du vielleicht gerade auffüllen möchtest. Ja, vielleicht bist du gerade kurz vorm Erfrieren und wünschst dir ganz viel Wärme, läufst auf ein paar Events zu, kriegst dort aber keine Wärme raus als Ressource. Aber das macht das Spiel gerade so interessant, denn es ist relativ unberechenbar und man muss quasi auf das Beste hoffen. Folglicherweise ist doch vielleicht ein kleines bisschen Glück dabei, um auf den Gipfel des Berges
Tages zu kommen. Kommen wir nun zum Inhalt des Spiels. Insurmountable bietet neben den bereits angesprochenen drei Charakteren noch ein paar andere Variablen an, die das Spiel jedes Mal ein bisschen anders gestalten. Hier ist zum einen natürlich, dass man die Möglichkeit hat, auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu spielen, und was mir besonders aufgefallen ist, dass die Schwierigkeitsstufe Insurmountable die höchste ist. Also sprich, wenn man das Spiel erstmal so durchgespielt hat, dass man Insurmountable Schwierigkeit erreicht hat, dann wird das Spiel eigentlich erst interessant, und so haben sich die Macher wahrscheinlich gedacht, wie es gespielt werden will. Mutig. Neben der eigentlichen Schwierigkeit gibt es dann noch zwei Faktoren bzw. eher Variablen, die das Spiel noch ein bisschen beeinflussen können. Zum einen ist das die Wahl der Route, die sich jedes Mal prozedural neu generiert und dadurch neue Parameter aufweist, wie zum Beispiel schwieriges Wetter, schwieriges Terrain etc. etc. Und zu guter Letzt gibt es dann noch, dass man sich auf verschiedene Berggipfel aussuchen kann, die dann dein Abenteuer auch noch dementsprechend verändern. Und ganz zum Schluss gibt es dann natürlich noch die Charaktere, die ihre Perks und Talente weiter ausbauen, mit jedem Durchlauf im Prinzip neue Fähigkeiten hinzubekommen, die es dann schon wieder lohnenswert machen, den Charakter einfach nochmal zu spielen, um zu gucken, wie gut man denn jetzt eigentlich nun durchkommt. Auf jeden Fall sehr motivierend und der Wiederspielwert ist höher, als ich vermutet hätte. Kommen wir zur Bewertung des Ganzen. Ich persönlich vergebe für Insurmountable eine 6 von 10 möglichen Punkten. Und nicht, weil ich das Spiel persönlich nicht mag, sondern weil ich denke, dass der Schwierigkeitsgrad und die Motivation für Casual Gamer einfach viel zu hoch angesetzt sind. Man kann sich wahrscheinlich richtig gut reinnerden in das Spiel, aber das bedeutet auch, man muss eine entsprechende Hingabe mitbringen. Und da es sich hierbei um einen reinen Singleplayer handelt, also man alleine vor seinem eigenen Brettspiel steht, denke ich, es fehlen so ein paar essentielle Teile bei Insurmountable. Ich wäre ganz cool damit, wenn man sagen würde, es wäre noch eine andere Person auf dieser Map, die ebenfalls versucht, vielleicht in einem kleinen Wettrennen mit uns, diesen Berg zu erklimmen. Das wäre auch sehr interessant und würde dem, glaube ich, überhaupt keinen Abbruch tun, wenn so ein bisschen Wettbewerb noch bestünde, neben den eigentlichen Problemen, die man ja mit seinem eigenen Charakter hat. Insurmountable ist in vielerlei Hinsicht ein Spezialfall in Sachen Indie-Game. Es ist ein Brettspiel, es ist ein Roguelike-Spiel, es hat viele Variablen, die man nicht einsehen kann. Der Schwierigkeitsgrad ist doch sehr hoch, aber irgendwie doch motivierend. Es ist ein tolles Spiel, was dich mitnimmt, aber ich weiß halt auch nicht, wie lange man da bei der Stange bleiben kann, denn schließlich, wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist schon sehr hoch, wenn man normal spielt, und die Spielmacher haben sich offensichtlich einen wesentlich höheren Schwierigkeitsgrad für das Spiel selber gewünscht. Falls ihr also auf knifflige kleine Indie-Games steht mit einer wunderschönen, eiskühlen Atmosphäre, die ihr gerade vielleicht auch braucht, weil es draußen immer wärmer wird, ist Insurmountable auf jeden Fall euer neuer Begleiter für die nächsten kommenden Wochen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einfach gerne ein Like da. Falls ihr mehr von uns sehen wollt und keine Videos verpassen wollt, abonniert uns doch einfach und haut die Glocke rein. Das kostet euch gar nichts und ihr unterstützt unseren Kanal. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, es ist immer Viertel vor Gaming und wir haben wieder eine Kleinigkeit für euch vorbereitet.